Unser heutiges Interview der Woche hat uns in die schöne Stadt Murau geführt. Ich begrüße sehr herzlich Ingrid Ligdam, zertifizierte Yoga-Lehrerin und Ausbildnerin. Schönen Nachmittag und danke, dass wir heute bei Ihnen zu Gast sein dürfen. Ja, sogar herzlich willkommen und Namaste, so wie man im Yoga sagt. Und freue mich auch, dass ich sozusagen ein bisschen was über Yoga erzählen darf in dem Rahmen. Frau Ligdam, Yoga spielt ja in Ihrem Leben mittlerweile eine sehr große Rolle. Es liegt Ihnen ja auch sehr viel am Herzen, den Menschen das ganze Maximum an Yoga zu vermitteln und die Menschen mit Yoga zu begeistern. Woher kommt überhaupt diese große Leidenschaft mit Yoga? Wie hat alles begonnen? Naja, grundsätzlich ist es so, dass ich einfach draufgekommen bin, dass mir das Arbeiten mit Menschen eine große Freude macht und dass mich so dieses Streben und dieses Suchen der Menschen nach Glück und Zufriedenheit immer sehr interessiert hat. Und dort ist alles angefangen sozusagen. Ich habe viele Jahre in einem Fitnessstudio gearbeitet und dort die verschiedensten Ausbildungen gemacht und irgendwo immer noch so das Gefühl gehabt, da fehlt noch irgendwas. Es ist nur immer, fehlen noch ein paar Puzzleteile dazu, dass man den Menschen einfach Wissen und Hilfestellungen geben kann, dass sie wirklich auch da ankommen, wo sie hin möchten, dass sie sozusagen gesünder werden, sich wohler fühlen. Heute ist es ja so, dass Sie auch regelmäßig selbst Yogakurse anbieten, immer wieder auch unterwegs sind, um sich weiterzubilden und selbst auch neues Wissen zu erlangen. Wie lange hat denn dann dieser Weg gedauert? Welche Ausbildungsschritte waren notwendig, um wirklich heute da zu sein, wo Sie jetzt sind? Ja, um da zu sein, wo ich jetzt bin, gehört natürlich nicht nur die Ausbildung unter Anführungszeichen dazu, sondern mein ganzes Leben. Das ist einmal logisch. Das ist ja bei jedem Menschen so. Und es ist einfach vieles auf mich zugekommen und hat sich so ergeben. Im Yoga würde man sagen, es ist vielleicht ein Karma. Ob das jetzt die Ausbildung als Bürokauffrau im elterlichen Betrieb war, das, was ich heute sehr gut nutzen kann als Einzelunternehmerin, oder ob das dann eben später die Schule des Lebens war als Mutter und die Erziehung der Kinder ist ja immer eine der größten Herausforderungen einer Frau. Und dann später eben die verschiedensten Ausbildungen eben im Fitnessbereich. Und dann habe ich, wie ich eben auf Yoga gestoßen bin, die letzten Jahre dann einfach nur mehr dem Studium und der Praxis, dem Yoga, vom Yoga gewidmet. Habe verschiedene Ausbildungen gemacht und auch Yoga-Lehrerausbildungen, war bei Meistern in Indien, also ich bin dreimal in Indien gewesen, aber auch in Deutschland, Estland, die verschiedensten Seminare einfach gemacht. Und dann geht es eben darum, dass man das selber anwendet und das ins eigene Leben mit einfließen lässt. Ja, und irgendwann ist dann der Wunsch entstanden, dieser Freiheitsdrang und dieser Wunsch nach selbstständigen Arbeiten, dass ich gesagt habe, okay, ich mag mich selbstständig machen und in Murau auch Menschen mehr oder weniger bis auf Ausnahme vom Sommer das ganze Jahr die Möglichkeit bieten, an Yogakursen teilzunehmen, weil ich einfach selber überzeugt war davon und positive Erfahrungen gemacht habe. Genau. Gibt es eigentlich Grundvoraussetzungen, die man haben muss, um Yoga zu machen oder kann jeder Yoga betreiben? Also eigentlich kann jeder Yoga machen. Es muss einfach nur das Interesse und die Offenheit dafür da sein. Der Wunsch einfach, sich auch zu bewegen, weil natürlich, wenn man zu einem Yogakurs kommt, dann bewegt man auch den Körper. Und der Rest ist dann einfach nur ein bisschen Zeit und Offenheit und eine Neugier. Wie wertvoll ist denn Yoga in Zeiten wie diesen? Es wird immer stressiger, das Leben wird immer schneller. Was bringt Yoga dem Menschen eigentlich? Das ist genau der Grund, warum das der Bedarf in Richtung Yoga auch immer mehr steigt. Und das Yoga, das sich in erster Linie anbietet, geht auch von diesem Akro-Yoga und Verbiegen und Vergleichen. Das hat auch eigentlich so der Mensch im Westen wieder aus dem Yoga gemacht. Wer besser und höher und schneller und stärker und schöner. Sondern es geht darum, dass man zu sich selber findet, weil der Mensch in der heutigen leistungsorientierten Gesellschaft einfach so im Außen ist. Man fühlt sich getrieben von Medien, Gesellschaft, Politik, Wirtschaft beeinflusst. Das beginnt ja schon in der Kindheit, weil die Kinder bekommen ja schon in der Werbung suggeriert, dass sie die neue Puppe oder das neue gute Videospiel brauchen, damit sie glücklich sind. Und das ist so diese große Täuschung, von der man im Yoga eben spricht, dass wir Menschen, solange wir glauben, dass wir irgendwas im Außen brauchen, um innerlich glücklich zu sein, dass wir da am falschen Wege sind sozusagen. Der Yoga lehrt, dass es kein Widerspruch ist, jetzt erfolgreich sein zu wollen oder jetzt ein schönes Haus zu bauen oder irgendwie was sich im Leben zu schaffen. Man braucht jetzt nicht in irgendeiner Höhle sich setzen, so wie es in Innen halt Usus ist und alle materiellen
Besitztümer abgeben, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass man sich nicht mehr täuschen lässt, sondern dass man erkennt, dass man wirkliches, erfülltes Leben, dass es immer im Inneren beginnt, dass wahrhaftige Freude, Zufriedenheit immer in einem selber beginnt, nämlich im eigenen, in der Veränderung des eigenen Denkens, der Sichtweise zu den Dingen und zu sich selber und natürlich auch in einem Öffnen des Lebenspotenzials. Der Yoga lehrt, dass jeder Mensch ein bestimmtes Potenzial in sein Leben mitbekommen hat und dass es darum geht, dieses zu öffnen und auch sozusagen anzuwenden, zu entfalten. Also das Ziel im Yoga ist eben Heilung, Gesundheit, Zufriedenheit, Glücklichsein in sich selber zu finden. Also es gibt auch einen Alltag, es gibt auch ein Leben, natürlich abseits von Yoga. Sie sind ja auch Mama von einem Sohn und zwei Töchtern. Gibt es einen Tag ganz ohne Yoga? Und wenn ja, wie schaut so ein Tag aus? Also, es kommt immer darauf an, was man unter Yoga versteht. Es gibt einen Yoga-Weg und der heißt Karma-Yoga. Und es ist der Weg, wo man sagt, tue einfach, was zu tun ist, mit größter Liebe und Hingabe und übergib einfach die Früchte dem Leben oder der Schöpfung oder Gott, wie immer man das nennen möchte. Und insofern gibt es natürlich keinen Tag mehr ohne Yoga, weil ich versuche es schon sehr bewusst zu praktizieren. Aber jetzt ohne Yoga-Übungen sehr selten, wenn ich auf Reisen bin und gerade mal meine Zeit habe. Aber so mich innerlich zu erforschen, Sadhana wird das genannt im Yoga, das, oder irgendwas zu lesen oder mich auszutauschen, Menschen zu beobachten, oder zu meditieren, wenn keine Übungen einmal Platz haben. Das ist, glaube ich, so immer irgendwo am Programm. Okay. Was zeichnet denn Ihre Person ganz besonders aus? Was glauben Sie, sind Eigenschaften, die Ihre Freunde besonders an Ihnen schätzen? Ja, ich habe schon vorher gesagt, das ist eine Frage, die ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Deswegen habe ich auch meine 18-jährige Tochter um Hilfe gebeten. Und sie hat gemeint, dass eine meiner Qualitäten wäre, dass ich gut organisieren kann, dass wenn ich etwas mache, ordentlich, was auch immer das bedeuten soll, es war anständig, so entweder ganz oder gar nicht, dass ich immer da bin, wenn man mich braucht. Da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass meine Tochter das so empfindet, weil ich selber oft schlechtes Gewissen habe, weil ich viel unterwegs bin und auch viel arbeite. Und ich denke, so Mut und Offenheit und Toleranz und auch ja, so Lebensfreude in anderen Menschen zu vermitteln, ist sicher auch eine Qualität, die viele schätzen. Jetzt sind wir schon am Ende angelangt. Jetzt bleiben nur noch ein paar Sätze zu vervollständigen. Kaffee oder Tee? Alles zu seiner Zeit. Tee gerne, vor allem im Winter, weil ich bin eher ein Typ, dem leicht kalt ist. Und Kaffee am liebsten koffeinfreien Cappuccino. Okay, Strandurlaub oder Wanderung in den Bergen? Ich mag beides total gerne. Also ich möchte weder das eine noch das andere meiden oder drauf verzichten, besser gesagt. Krimi oder Komödie? Da tue ich mich leichter beim Entscheiden. Wenn schon Fernsehen oder DVD oder Kino, dann am liebsten Liebeskomödie, weil lachen tue ich total gern. Okay, und zu guter Letzt, ohne Punkt kann ich nicht sein. Das ist auch wieder schwierig, weil im Yoga lernt man ja eigentlich von allem loszulassen, um innerlich frei zu werden. Aber es gibt im jetzigen Moment schon noch ein paar Dinge, von denen ich ungern loslassen würde. Und das ist auf alle Fälle meine Familie. Yoga natürlich. Flugzeuge und Autos, mit denen kann man nämlich super gut reisen. Und ja, zu guter Letzt, Schoko, also Chili, Kirschschokolade im Kühlschrank. Auf okay. Die möchte ich auch noch nicht ganz loslassen. Gut, dann sind wir am Ende angelangt. Ich sage herzlichen Dank, wünsche alles Gute und viel Erfolg weiterhin auf dem Weg mit Yoga. Dankeschön. Danke. Namaste.